Hallo, und da sind wir wieder bei Minecraft. Weiter geht's mit Staffel 6. Und kurz mal hier was richten. So. Was haben wir für ein Wetter überhaupt? Naja, bescheiden. Ich habe einiges vorgequiftet in den zwei Kisten. Aber okay, das machen wir später. Dann habe ich, muss mal gucken. Hier eine kleine Schaffarm, da habe ich einen Ranger. Den quiftet man vorher machen. Plastik-Sheet, zwei Scheren, Eimer und Factory-Maschine. Der macht nichts anderes, außer er schert automatisch die Schafe. Da kann man ein bisschen was zusammen mit der Inkzacke, wollte ich auf ein Schaf drauf machen, damit wir schwarze Wolle haben, aber bin noch nicht dazu gekommen. Hier oben habe ich einfach ein Solarpanel drauf gemacht vom Mechanismus. Ja, ist ja nicht schwer. Das reicht eigentlich soweit, ist immer voll. Hier haben wir ein bisschen Milch, was abgreifen könnten, was, wenn wir es brauchen. Wolle. Dann habe ich hier beim. Fertig, nee. Oder können wir wieder ein bisschen nachlegen? Unseren Harvester hier habe ich ein bisschen Sugarcane dran gepoppt, damit er auch ein bisschen Zuckerrohr farmt. Mal gucken, ob das was wird oder nicht. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Denn wir brauchen ja auch Zuckerrohr ein wenig. So, hier ist, naja, ist ja leer. Bin ich doof, das haben wir alles zurückgeschickt da. Ist alles hier, so. Dann gleich mal schauen, dass wir alles, was wir haben. Geht das so nicht? Nee. Ja, eins sind die, wo es hingehört. Zwar fangen wir jetzt wieder mit ein bisschen, ja, neuer Mod würde ich jetzt nicht sagen, aber einen erweiterten Mod an. Und zwar hier, wir haben ja hier ganz normal Rotary Craft, da kriegen wir ja schön was raus. Und jetzt möchte ich gern mal weitermachen, die Energie anders speichern. Wir speichern ja hier die Energie mit der Coil. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten und die will ich heute mit euch machen. Und zwar gibt es noch den Mod Electric Craft. Das ist ein Submod von Rotary Craft. Der arbeitet zusammen, gleicher Modder. Die Sachen stellt man so her. Kurz mal zeigen. Ganz simpel. Generator braucht man da und den ist aus zwei Gold Coil Shaft. Ist auch klar. Haben wir alle schon gehabt. Und die ist einfach Gold um ein HSLA-Stahl. Nix gravierendes hier, Induction Motor, dasselbe Scheiß, auch nichts gravierendes. Relay auch nichts gravierendes. Die Graphen-Batterie war etwas schwieriger. Die ist ja zu craften echt ätzend lange dauert. Vor allem, man muss alles in diesem Worktable machen. Man braucht hier ein Energiekristall Wolle. Den Energiekristall macht man mit vier anderen Energiekristallen und ein Diamant, den wiederum wieder mit anderen und ein Eye of Ender, wieder mit vier anderen und Lapis und wieder mit vier anderen und Glowstone und einen Stein bekommt man. Entweder man schmilzt das oder macht so wie ich mit Mimichi, dann bekommt man gleich zwei raus. Warum nicht? Und das bekommt man Diamant, das Glowstone, Netherquarz, Lapis. Das ist eine Crafterei und den Diamant, das kann man ja auch in Grinder machen. Grinder war das, glaube ich, wo ich den gemacht habe, ja. Halt dieser Maschine, meiner. Da habe ich den gemacht. Kann man auch im Maserati machen oder wo auch immer. Oder nee, den Diamanten habe ich drüben gemacht. Weiß ich nicht mehr, entweder Grinder oder drüben oder beides. Egal. Ich hoffe, das war alle. Nee, alles war das noch nicht. Ich war noch am Craften hier. Es gibt auch Electric Craft, das ist der Mod hier da. So. Da fängt er an, da hat man dann. Also Magic. Auch Eisen und Zinn, Silber, Nickel, Aluminium und Platin. Und hier hat man verschiedene Kabel und man sieht immer, die Kabel haben einen gewissen Verlust. Zum Beispiel verlieren 1 Volt, 4 Volt und haben unten dann auch immer, wie viel sie maximal leiten können. Ich habe mir die hier gebaut. Isolated Superconduction Wire. Nee. Doch. Genau die ja. Die hier, die sind noch nicht isoliert, die wir gerade drin haben. Und die kann man dann eben noch. Muss ich die jetzt isolieren oder wie? Muss ich die befüllen? Wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Mal gucken. Vier rausnehme. Die hier reinpacke. Wir machen die. Also auch im Worktable. So.
Und die, ja, ich möchte jetzt gar nicht rausnehmen, aber wenn das nicht. Scheiß drauf. Nehmen wir mal ein paar raus. Es fehlt HSLA-Stahl. Nochmal HSLA-Stahl. Weil da werden wir schon ein bisschen mehr brauchen. So und so. So. Der Rest alles runter. Schauen wir mal. So. Ob das wirklich so klappt. Dass die isoliert sind. Ja, okay, das klappt. Puh, ich dachte schon, das geht nicht. Und eben mal, wenn ich zu viel Wolle habe, habe ich extra draußen die Wollefarm gebaut. Jetzt haben wir sechsmal isoliertes Kabel. Reicht vorerst. Jetzt ist die Frage, wo stellen wir den ganzen Kack hier auf? Ich dachte zuerst hier. Einfach nur mal als Testzwecke möchte ich das hier aufstellen. Das verstehe ich nicht. Wenn ich dir mit der Spitzhacke abbaue, verschwindet er. Aha, du auch anscheinend. Hallo? Kannst du mal Spitzhacke? Was soll ich heute denn sonst abbauen, außer mit den Drillern? Willst du mich jetzt verarschen, oder? Hallo? What the fuck? Ja. Was soll der Scheiß jetzt, Leute? Der Kack läuft jetzt schon seit einer Woche, 2 Wochen durchgehen, damit ich die scheiß Keule aufladen kann und die wollte ich gerade abbauen und die verschwindet einfach. Schön langsam reicht's mir mit dem Mod, ey. Okay, ja, egal, das muss ich mich dann darum kümmern. Beziehungsweise ich könnte, ne, es wäre auch ein bisschen. So, wir brauchen hier diesen Induction-Generator. Der kommt direkt an Rotary Craft angeschlossen. Zack, hier grün passt. Der bekommt. Ah, warum kann ich den nicht auslesen? Okay, egal. Achso, der hat keine Energie bekommen. Vielleicht das. Nö, geht auch nicht. Na egal, der kommt auf alle Fälle hier angeschlossen. Dann bauen wir die Box hier und Kabel. Machen wir mal ein Kabel. Ah, das kann ich jetzt nicht setzen, weil ich's. Ah, das muss ich erst befüllen. Na, das ist ja doof, wenn ich das wirklich zuerst befüllen muss. Liquid Nitrogen, wie kriegen wir denn das? Ja, ist schön. Nitrogen. Ja, gute Frage. An einmal Nitrogen bekommen wir, weiß kein Mensch. Nitroclam. Liquid Nitrogen Bucket. Liquid Kapseln. Ich will die Flüssigkeit haben. Ah, okay. Dann halt nicht. Muss ich dann später schauen. Dann versuchen wir mal die Box gleich direkt hier anschließen, ob das geht. Ja, das geht. Also ihr seht, jetzt wird über Reactor Craft hier die Graphene Battery geladen. Kilojoule. Und ich hier ausschalte, wird nicht mehr geladen. Und jetzt muss ich erstmal testen. Lalalala, mach mal. Iron Spitzhacke. Soll ich den nicht mal mit dem Drill abbauen, weil anscheinend klappt das nicht. Wenn ich die jetzt abbaue, mal stoppe, 2 Megajoule. Müsste das gespeichert bleiben. Genau, 2,3 Megajoule. Mehr, ja, und die schafft 1 Terajoule. Dann ist sie voll. Ja, was bringt uns das? Wir können hier dann viel mehr Energie speichern. Ich weiß gar nicht, kann man die upgraden noch? Ne, die kann man nicht upgraden. Da gibt es aber noch bessere, die kann ich leider nicht bauen. Da gibt es noch eine bessere, die ich eigentlich bauen wollte, aber geht nicht. Das ist die hier. Beide wird gleich gebaut, nur hat sie noch einen weiteren Energiekristall. Da wären halt 4 von diesen Graphit gewesen. Und wir brauchen Netherstar und den Netherstar habe ich noch nicht. Ich könnte einen Molekulartransformer bauen und da einen Netherstar generieren lassen. Wäre eigentlich eine Möglichkeit, ja.
Molekular Transformer. Alte oh, Maschinencasing. Okay, das ging ja noch. Geht noch. Geht. Okay. EV Transformer Lapis geht. MT, das ist. Was? Ja. Okay. Das geht. Das geht. Der knallt Tonefell. Das war eine Zelle. Bekomme ich in der Automatik keine Maschine mit den das? Denn das bekomme ich aus. Keiner weiß da. Aus Emerald Dust oder aus Enderbell Dust. Den Industrial Electrolyzer, den haben wir nicht. Das heißt, wir bräuchten einen Industrial Electrolyzer, damit du das herstellst. Egal, jetzt haben wir 9 Megajoule und das Ganze könnten wir theoretisch jetzt wieder zurückwandeln. Ja, es ist doof, dass die Keule jetzt weg ist, das verstehe ich nicht. Also mit diesem Rotary-Craft, da gibt es noch ziemlich viele Bugs, habe ich gelesen. Aber okay. Tun wir den mal weg. Hier darf ich nicht reinschauen, das ist noch geheim. Haben wir hier irgendwas? Nee. Vielleicht haben wir hier noch was? Ja, Gearbox. Ah, die sieht gut. Das könnte ich dann mal testen mit der. Dann brauche ich mal. Ja, ich cheate mir jetzt trotzdem nochmal diesen. Wie hat er jetzt geheißen? Der verschwunden ist. Weil ich sehe das nicht ein, dass ich da andauernd neu bauen muss. Nur weil da irgendein Fehler ist. Keiner. Und eine Coil eigentlich. Aber okay, ja. Die Coil lasse ich jetzt mal weg. Da werde ich mal schauen, was ich da machen kann. Dann, um das wieder zurückverwandeln, gibt es hier dann einmal den Relay Braum mit einmal Induction Motor. Der Relay wird hier dazwischen geschalten. Wobei, ja, der Relay eigentlich egal ist, den brauche ich gar nicht. Du auch nicht, dich brauche ich. So. Und wenn wir gucken, genau. Der kriegt jetzt Energie von hier. Zack, hier. Und hier können wir wieder ein Output machen. Und zwar möchte ich das jetzt mal testen. Eine Gearbox. Input, Output, genau. Und dann den Grinder. Zack. Und wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, müsste das klappen. Indem ich hier anschalte, müsste der Energie bekommen. Oder auch nicht. Oder musst du direkt dran? 7, nee, der kriegt trotzdem noch Energie, das kann nicht sein. Jetzt kriegt er keine Energie, aber der Induction Motor gibt nichts ab. Oder braucht er wirklich ein Kabel? At Electric Craft. Dann nehmen wir halt einfach das Gold. Platin. Platinum haben wir, aber ich will das nicht. Gold. Einfach stecken wir mal Gold. Also haben wir eh. Und Wolle müssen wir holen gehen noch. Vielleicht brauchen wir doch ein Kabel zwischen. Ich dachte, das müsste auch ohne gehen, aber okay. Okay. Wenn der sagt, die brauchen es, dann brauchen sie es. Und die Kabel, die brauche ich jetzt nicht mehr, weil das klappt ja nicht. Der uninstalliert, ich brauche ein installiertes. So. 16. Dann. Warte mal, habe ich die Gearbox richtig angeschlossen? Grün Input an das Output, ja. So, dann können wir hier eigentlich wieder einschalten. Und sich die dabei noch lädt. Und ich das abbaue. Aha. Das war falsch. Du musst auch weg. Hier kommt ein Kabel, noch ein Kabel. Und hier der Motor hin. Okay, der connected, das passt. Output passt auch. Da heißt hier die Gearbox. Passt auch. Und hier der Grinder. Zack. Hier gehört nochmal Leprechaun rein. Das habe ich gar nicht mehr. Jetzt kommt es mir erst. Weil das habe ich ja verloren.
könnte eins machen, wenn ich. Na, normal, wenn ich hier umschalte, müsst ihr die Energie bekommen. Bin ich jetzt doof oder doof? Erklärt mir es mir jemand. Müssen wir mal so. Auch nicht. Boah, hier nur irgendeine spezielle Maschine mal in Action Mode. Und da ist der Output hier, das passt ja. Kabel ist nochmal auch klar, wenn ich hier anschalte, fließt hier einfach nichts. Hat der scheiß Batterie irgendwo ein Spezialoutput oben unten oder so? Ach, jetzt fließt. Nein. Lädt das hier wieder? Kann das sein, dass der Output oben ist? Hä? An, dann ist aus. Der bewegt sich gar nicht vorne. Und bewegt sich der nicht, solange er nichts zu tun hat. Das wäre natürlich die nächste Möglichkeit. Gehen wir kurz mal was zu tun. Ein Cobblestone soll er durchrattern. Oder ist einfach nur zu wenig Energie da immer? Ah ja, er hat kurz sich bewegt, ja. Also es wäre möglich, aber wir brauchen eindeutig einfach mehr Energie, dann geht's. Okay. Ist verständlich natürlich, dass man hier genügend Energie braucht. Ich wollte das ja auch nochmal testen. Ob das überhaupt funktioniert. Zack. Ja, geht er kurz an. Braucht halt einfach ihr viel Saft. Nur damit er versteht, um was es geht, man kann es wieder zurückwandeln, hat aber dadurch wahrscheinlich immensen Verlust. Ich kann nicht wissen, wie hoch der Verlust ist. Hätten wir jetzt unsere... wie viel waren das? Irgendwas Terajoule oder wie das war das? Bahn? Wäre natürlich einfacher, haben wir aber nicht mehr. Deswegen lassen wir den mal hier einfach laden. Und wegen anderen, da müssen wir halt gucken, wie ich das am besten mache. Kann ich mir eigentlich da eine Folge... Ne, Folge kann ich gar nicht cheaten. Das ist natürlich das nächste Problem. Der arbeitet hier noch brav. Gut, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wie lange die Folge ist. Wir machen hier einen Cut. Wenn es eine lange ist, habt ihr Glück. Wenn es eine kurze ist, Pech gehabt. Und sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Ciao, Leute. Bis dann.